Ich habe mir am Anfang der Saison eine Mannschaft ausgesucht und habe gedacht, ich spiele die einfach nach die gesamte Saison und guck mal, ob ich besser bin als die Mannschaft in echt, nämlich Bayer Leverkusen. Was konnte ich denn wissen, dass die so eine Saison spielen? Hallo? Naja, ich habe die Meisterschaft verkackt. Vizekusen bleibt bei mir bestehen. Am Ende waren es dann doch die Bayern, die zu gut waren. Aber genauso wie in echt stehen wir im Europa-League-Finale und im DFB-Pokal-Finale. Übrigens beides gegen Bayern München. Naja, heute Europa-League-Finale und das wollen wir natürlich gewinnen, damit der Titel Vizekusen dann doch abgeschafft werden darf. Nach einer langen Saison ist es heute endlich soweit. Das erste große Finale steht an und es geht gegen, naja, gegen Bayern München natürlich. Nachdem wir die Liga gegen Bayern München verloren haben, spielen wir heute im Europa-League-Finale gegen Bayern München und dann am Samstag gegen Bayern München im Pokalfinale. Heute wird auch gar nicht viel gemacht, es geht direkt los. Stanisic hat sich leider verletzt, dafür ist aber der Xhaka wieder mehr oder weniger fit. Das zählt, alles andere bleibt wie es ist. Das ist die erste Mannschaft. Ah, ich bin heiß. Dublin, willkommen. Herzlichen Glückwunsch und alles ist voller Münchner. Meint ihr nicht, wenn man Leverkusen ist, könnte man auch Leverkusen sehen, wenn man hier spielt? Und warum da? Oh, da ist er. Dann wollen wir mal. München stößt an und müssen gar nicht meinen, dass die hier Favorit sind. Das können wir genauso gut. Schön durchgesetzt von Grimaldo. Boniface ist in der Mitte frei. Der kriegt den Ball. Ah, erster Abschluss. Sag ich doch. Wir geben hier Gas. Fehlpass Bayern. Das war der Gnabry. Jetzt ist Würz frei durch. Boniface scheitert schon wieder. Und auf der Gegenseite kommen die Bayern zum ersten Mal. Lässt sich nicht aufhalten. Oh la la. Coman hat mich da ausgetanzt. Boniface, schön freigespielt von Würz. Und der macht ihn, jawoll. Da möchte ich ganz besonders die Vorlage loben, aber die sieht man hier in der Wiederholung gar nicht mehr. Boniface, dann habe ich schon öfter gesagt, super Abschluss. Schön, denn ich denke, Leverkusen ist bis jetzt auch besser. Ja, wobei, eigentlich war es relativ ausgeglichen. Und das wollen die Bayern uns jetzt auch beweisen, indem die jetzt wieder angreifen. Musiala mit einem Dribbling auf Goretzka. Nein. Ah, lass ihn doch nicht so frei da stehen. Boah, Mann, ja, das war ein sehr kurzes Vergnügen. Schon steht es wieder 1-1. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Weiter geht's. Und wer sonst, wenn nicht Harry Kane. Und somit geht es mit einem 1-1 in die Halbzeit. Wir springen schon mal in die zweite Hälfte. Der Freistoß von München wird fulminant geklärt. Hofmann ist jetzt ganz alleine. Und er hat Platz und der Verteidiger hat keinen Bock mitzulaufen. Aha. Trottel. Ja, hat er sich fast noch verstolpert. Aber nicht an Jonas Hofmann. Ja, und auf einmal war der ganze Weg dann frei. Und das macht dann sogar ein Jonas Hofmann. Soll nicht heißen, dass er schlecht ist, aber er war nicht immer so gut drauf, die Saison. Jonas Hofmann macht's aber hier wie Vinicius Junior und mit Jake Kim muss hinterherlaufen. Das kennen wir doch irgendwie. So, Vorteil Leverkusen. Aber das dauert wieder nur ein paar Minuten. Dann kommt München zur nächsten Chance. Hier spielt Coman den Pass auf Musiala. Und oh, was ist das denn für eine Abwehr? Mann, ey. Nee, tut mir leid. Also, einer von beiden muss da hingehen. Kusunu bleibt weg. Tah geht gar nicht erst hin. Und damit ist dann wieder alles offen. 2-2. Geht es jetzt noch in die Verlängerung? Naja, wir haben noch 10, 12 Minuten Zeit. Plus ein bisschen Nachspielzeit. Leverkusen holt sich hier den Ball. Nein, München kommt nochmal dran. Was? Nein, Leverkusen jetzt. Was ist das für ein fürchterliches Gestocher? Und jetzt rums. Haut er ihn um, aber es geht weiter. Schiri hat nichts gesehen. Leverkusen ist dran. Jetzt geh, Junge. Wo wollt er denn da? Würz geht. Ja, Würz setzt sich durch. Doch. Jetzt auf Grimaldo. Auf Boniface, auf Hofmann. Nein. Patrick Schick kommt für die Nachspielzeit, soll er noch ein Tor machen. Und der Xhaka, ja, der ist platt. Das tut mir echt leid, den bräuchte ich jetzt, aber der ist noch nicht ganz fit gewesen. So, jetzt Ecke. Da ist normalerweise ein Tapsoba immer gut da. Da ist der Tapsoba. Ui! Gibt nochmal Ecke. Und die offizielle Zeit ist vorbei, das heißt, jetzt beginnt Leverkusen-Zeit. Hofmann tritt wieder an. Wieder Tapsoba. Ja! Mit Ansage. Leverkusen schlägt wieder zu.
So gehört sich das. Diese Ecken sind eine Waffe in IAFC. Immer auf den Innenverteidiger zielen. Mega, 3:2, Zeit ist um. Okay, jetzt müssen wir nur noch die paar Minuten aushalten. Und das schaffen wir auch noch locker. Schiedsrichter pfeift ab. Los, jetzt. Und es ist Ende. Titel für Leverkusen, der erste. Ja, welchen Stellenwert hat die Europa League? Ich finde schon einen hohen. Ich finde, ein Europapokalsieg ist mehr wert als ein DFB-Pokalsieg. Mindestens mal. Die deutsche Meisterschaft, ja, das wäre außer Frage, ist aber für uns ja auch gar keine Diskussion. Haben wir ja nicht gewonnen. Außerdem finde ich das den schönsten Pokal, ehrlicherweise. Kapitän Radetzky, der darf den Pokal in die Höhe stemmen. Los, nimm ihn dir. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal laufen und verabschiede mich schon mal. Am Wochenende geht es dann weiter mit dem DFB-Pokal. Da wollen wir nochmal so ein Ding in die Höhe stemmen. Bis dahin, genießt die letzten Bilder hier von der Feier. Leverkusen hat den Europa League-Titel gewonnen. Bis zum nächsten Mal.